So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Walkers and Resources der Sowjetrepublik. Ich bin der Sovarok. Und ja, wenn dir das Video gefallen sollte, dann gib doch einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. So, was haben wir hier? 79 Arbeiter, na gut, ich meine, ne? Übersichtlich. So, auf jeden Fall, der Rubel rollt auch in der westlichen Welt. Für uns. Das ist doch großartig, ne? Hier oben funktioniert alles. Bester Kram. Wie ist es mit Arbeitslose? 77. Ist es übersichtlich, ja? Das ist schon mal gar nicht schlecht. Hier ist so Schneckentempo hinter dem Bagger herfahren. So bin ich mal ran. Da ist er. Ja, übersichtlich, ne? Also die haben, ja. Leg mal einen zweiten Gang einmal, Freund. Nicht? Wir wollen schneller dahin kommen. Gut, wird schon klappen. So, jetzt haben wir dieses Baugebiet auch noch. Da werden schon Leute hingekarrt. Obwohl noch kein Material da ist. Das ist schon mal großartig. Oder auch nicht. Oh, Mando, Mando, Mando. So, Bahnhof. Und Schulen und so ein Hackehü muss ja auch noch hierher. Kindergarten. Kindergärtchen. Und zwar nehmen wir den hier. Der ist nicht schlecht. Der gefällt mir. Den bauen wir hier vorne her. Den bauen wir so hin, dass wir... Guck mal, der würde da schon perfekt hinpassen, ne? Das will er natürlich nicht bauen, weil... Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Das war auch in einem Kommentar, was ich gelesen habe, dass man das Gelände schön abflachen soll. Schön gerade, dann klappt das auch mit dem, ne? So, wo das dann wir machen? Vielleicht hilft das ja. Wir tragen hier mal ein bisschen ab. So, ein bisschen abtragen, so, dann müsste das, ne, vielleicht klappt das ja. Dann kann man ziemlich dicht zusammenbauen. Und wie es aussieht, geht das auch, tatsächlich. Das ist natürlich die Straße jetzt ein bisschen, ne? Das passt da so hin. Auch wenn es ein bisschen schief ist, aber andersrum, ne? Schule ist Schule, Quatsch, Kindergarten ist Kindergarten. Das nehmen wir so hin. Kindergarten, eine Schule, was haben wir hier denn für eine Schule? Wie groß ist die denn? Anzahl der Mitarbeiter 30. Das ist aber ein ordentlicher Klotz, ne? Das ist ein ordentlicher Apparat. Der wird aber mehr hier unten hinpassen, ne? Der wird mir, also optisch für mich, wird das hier schöner wirken, wenn das hier unten ist. Also irgendwie hier unten, das wäre mir lieber. Ich hoffe mal, dass die da auch hinkommen. Dass die von da auch, dass sie überall hinkommen. Und dann könnte man daneben sogar den Bahnhof bauen. So, fort. Ne, wieso nicht? Ach so, jetzt aber. Da, Schule. Haben wir auch die Schule, das ist großartig. Jetzt fehlt uns natürlich noch, was haben wir denn noch Feines? Was fehlt uns noch hier? Eine Tankstelle auf jeden Fall. Ach nee, haben wir doch, da haben wir da reichlich. Brauchen wir gar nicht gucken. Uns fehlt ein Rathaus auf jeden Fall nicht. Universität brauchen wir auch nicht. Kirchen. Ach ja, da war noch, genau, da war noch, die habe ich noch gar nicht mit eingebaut. Kirchen. Da hat mir doch jemand einen Link geschickt, dass es auch moderne Kirchen gibt. Die habe ich noch gar nicht gesehen, aber die schaue ich mir auf jeden Fall an. Und ich habe die gesehen. Stimmt, so war das auch. Ich wollte die doch nur... Ich habe die vergessen, down zu loaden. Naja, gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Pass mal auf, was haben wir noch? Schulen. Kraft, wir haben. Geschäfte, genau. Das wollen wir nochmal gucken hier. Hm. Lebensmittel und Kleidung. Das war alles. Das ist doch viel, viel cooler. Das, Alter, ist aber ein Klotz, ne? Nur ist die Frage. Wir bauen das hier alles voll mit so einem Krams. Wir wollten aber doch einen Bahnhof hier hinbauen. Das war doch eigentlich unsere Geschichte, was wir eigentlich wollten, ne? Und wenn ich den jetzt hier hinbaue, kommen die doch bestimmt von der anderen Seite da nicht mehr hin. Oder? Der würde dahin passen. Dann könnte ich an der Seite... Babs. So, da steht er. Ich weiß, nicht schön, aber selten. So, dann haben wir Geschäft, haben wir da. Was brauchen wir noch? Was waren das? Also Kindergarten haben wir da, wir haben die Schule, haben wir da, wir haben das Geschäft, haben wir da. Das ist doch reichlich, das mehr brauchen wir doch gar nicht. Der Rest ist doch schon mal, ne, überlegt. So, Zugdepot brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Haben wir. Jetzt wollten wir mal gucken. Wollte ich mal schauen. Bahnhof. Zugpunkt 1500 Leute. Der ist der viel cooler. Ist nun mal so. Da kannst du sagen, was du willst.
Den sollten wir eigentlich mal hier hinbauen. Frage ist nur, passt der hier hin oder passt der da hin? Laufen die wirklich von da ganz hinten darüber? Also laufen die wirklich dahin? Das können wir doch mal feststellen. So, mein Freund, wie weit lauft ihr? Die laufen doch ein ganzes Stück. 238 Meter. Das ist das ganze Stückchen. Also müssten die, logischerweise, wenn ich das hier hinbauen würde, das müssten die locker abgrasen können. Dann können wir mal sehen, dass wir den, die Schiene hier vorne mit ranbauen. Das müsste gehen. Das bauen wir jetzt auch. So, pass mal auf. Das Originalzugplattformgerät. So, das bauen wir nämlich hierher. Das können wir ruhig ein bisschen... Da ist es. So, kann auch selber gebaut werden. Was wir alle selber bauen, ne? Das ist schon enorm. Ist schon enorm. So, Straßen müssen wir noch ein bisschen machen. Und zwar hier. Die ziehen wir einmal hier runter. So. Lass uns das mal da dran kriegen. Hier drüben weiß ich nicht, was hinkriegen. Das könnte sein. Ich glaube es ja nicht. Das passt sogar. Das heißt es aber, jetzt kriegen wir auch noch hin. Super. Passt. Wackelt, hat Luft. So, das würde auch passen. Wenn wir dann den Fußweg wegnehmen. Das machen wir mal fix. Ich habe echt einen Frosch im Hals. Meine Güte, das tut mir echt leid. Wir müssen dann mal eine Straße bauen. Dahin. Weil wir wollen hier auch mit Lebensmitteln versorgen. Deswegen müssen wir da eine... Die kann schon mal gebaut werden, die Straße. So. Ich weiß, die können wir selber machen. Ich weiß, die können wir selber machen. So. Da nochmal verbinden. Dann wollen wir das hier nochmal verbinden. So. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal zwischenkriegen. Du kriegst die Motten. Das kriegen wir sogar verbunden hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Ja, ist ein bisschen knickig, ne? Aber das kriegen wir schon irgendwie abgedeckt. So. Ist ja enorm, Mensch. Das ist ja Hammer. Das klappt schon mal. Wollen wir sehen, dass wir das Ding auch nochmal hier verbinden. So. Der Fußweg. Ich hoffe... Wir kommen da in der Mitte. Da in der Mitte nochmal hin. So. Hier genauso. Sowas von. Ist ja nicht zu fassen. Schade, das haut nicht hin. Aber wir können ja so bauen. Das haut nicht hin. Aber da kommen wir hin. Ja, wir müssen hier vorne irgendwas machen. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Das auch noch. Ein bisschen länger hier von mir aus. So, jetzt haben wir es nämlich auch dahin. Jetzt können wir hier von mir aus einmal. Ja, von mir aus sowas machen, ne? So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir das verpackt kriegen. So. Bauen wir auch mit Rubel, das macht nichts. Hat er echt kurz was zu kämpfen, ne? Ist wunderlich. Gab's da irgendwie, ich glaube, es gab ein kleines Update, ne? Auf jeden Fall, die sind voll im Stress. Unsere Arbeiter. Die haben voll zu tun. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir es mit den Gleise regeln. Das könnten wir aber theoretisch hier raus und hier direkt hier ranbauen. Dann sind wir hier mit dran. Das macht dann nämlich nichts. So überbelastet ist diese Geschichte hier noch gar nicht. Das wird aber interessant. Ui, das ist das fertig? Ich glaub's ja nicht. Das ist fertig. Aber wir haben das doch eingestellt. Ich wundere mich, wo die ganzen Leute herkommen. Aber das sind, glaube ich, auch die Studenten und sowas, ne? Die selber. Ja, 37 Studenten, guck mal her. Oder Ausgebildete. Universitätsbildung. Richtig schlaue Knechte haben wir. Das ist ja Wahnsinn. Zwei ohne Job. Das ist doch Hammer. Warte mal, wo laufen wir denn überall hin? Wir können überall hin, ne? Ist das möglich, vielleicht? Wo ist denn das eine Schule? Da kommen wir hin. Da sind Lebensmittel. Lebensmittel waren hier drüben. Kindergarten kriegen wir auch hin. Bah, das ist der Hammer. Läuft. Und Bahnhof auch, ne? Bahnhof geht. Wunderschön. Ja, es wird auf jeden Fall... Hier ist was los, ne? 350 Schüler warten da. 360. Ich hoffe, wir kriegen die auch wegtransportiert. Das kriegen wir natürlich nicht. So, was hast du mit? Erzähl mal. 59 Arbeiter. Das ist ja ein Mückenschiss. Ich bin gespannt, was du mitkriegst.
150. Okay. Aber wir haben ja bald eine neue Herausforderung, und zwar hier. Das wird auch gebaut. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Machen wir doch mal ein Foto von. Wir wollten mal gucken, pass mal auf, wir wollten noch gucken, was ist das hier? Neuer Tanker. Sehr cool. Mal sehen, was das für ein neuer Tanker ist. Wo ist eigentlich der andere Zug für den Westen? Ich hoffe, der fährt da fleißig. Das macht er auch hier. Ja, sicher doch. 14.600. Mach mal. Löppt. Würde ich mal sagen. So, ich habe darauf gar nicht drauf geachtet, wegen Tag und Nacht. So, was haben wir hier? Güterwagen. Ein Tankwagen. Ein Öltankwagen. Ich kann aber nicht sehen, was da drauf steht. Oder haben wir noch mehr davon? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir kaufen uns mal ein. Nur zum Angucken. Da ist er. Ich kann es gar nicht sehen. Oh, ich würde immer gerne sehen, wer das für einer ist hier. Aber da geht ja was rein. Was hat er hier? Kann ich mal runterschieben? So. 150 Tonnen Öl. 150 Tonnen Beton. Das ist doch eine ganz andere Hausnummer hier. Das ist doch eine ganz andere Hausnummer als unsere alten Gurken hier. Was hat der denn hier? 60 Tonnen. Der nimmt doppelt so viel mit. Der mehr als das. Ist eine Frage, die auszutauschen, ne? Aber ich glaube nicht, dass es so... aber dann sind die nicht so lang, ne? Wir haben ein kleines Problem noch mit Leutchen, ne? Stopp. Er kommt gerade reingefahren. Mist, nur zu spät. Naja. Ich wollte ihn gerne austauschen, aber na gut, ist egal jetzt. So, was haben wir hier? Nichts drin? Doch, da ist was drin. Kein Bitum. Bitum ist das Problem. Jetzt kommt der nächste Knecht und saugt uns auch noch den Kram ab. Aber das macht ja nichts, ne? Wir müssen ja was zu tun haben. Hier ist schon wieder ein Problem. Ich sehe das. Alter Freund, was ist hier los? Dann werden wir das anders regeln. Dann müssen wir das anders regeln. Das wird so nicht funktionieren. Die kriegen sich sowieso ständig in der Klappütze hier. Guck mal, fahren nochmal zum Beladen. Nee, zum Entladen. Da nochmal hin. So. Da, das steht schon wieder still hier, ne? Kohle ist, glaube ich, schon wieder raus. Na sicher, Kohle ist schon wieder durch. Fahr mal durch, dann wollen wir denen nochmal erzählen, dass er hier anders fahren soll. Der gute Mann hier, der muss anders. Der ist ja klar, die Leute steigen ihm dann irgendwann auch aus, ne? Irgendwann ist durch. Wie machen wir das am besten? Das ist ein Nadelöhr. Das ist sowieso ein bisschen Panne. Wir versuchen das mal hier vorne noch mit zu verkabeln, sozusagen. Hier. Dass wir es hier damit rankriegen, auch wenn das nur ein Gleis ist. Dann machen wir doch aus einem Gleis zwei Gleise. Ist doch nie so schlimm, oder? Kann doch nie so ein Riesenproblem werden. Okay, er ist unterwegs. Du machst sie auch gleich mal dünne hier. Dann wollen wir hier gleich Gleise basteln. Für große Jungs, ne? Und ich hoffe mal, dass wir bald mal, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die größere 160er kommt. Die Lok sozusagen, die große. Bahn wird nicht erlaubt. Warum denn nicht? Vielleicht müsste ich das erstmal wegnehmen hier, ne? Ist wahrscheinlich. Lass mal kurz weg. So, noch Pause hier. Was ist denn so ein Krach hier? Das ist ja furchtbar. So, lass ihn mal erstmal weg. Fahr schneller. Jetzt steht er da rum. Fahr erstmal weg. Ach du Himmel. Da oben ist eine Lok, die weiß nicht wohin. Ach du großer Gott, jetzt haben wir wieder was gemacht. Jetzt haben wir wieder Blödsinn gemacht. Ach du großer Gott. So, bau mal schnell, ganz schnell. So, hier ist wieder alles fly, ne? Mac. Ja, hau rein. Großartig, Mensch, du. Einmal mit Profis. So, mach dich weg. Schwupps, dann wollen wir hier mal kurz ne, abbauen. Bauen wir das mal kurz ab hier. So, bauen wir nochmal neu. So, ne, warte mal, da, ne? Bis dahin.
Und das ziehen wir dann mal komplett durch. Das müsste funktionieren, ne? Sowas von. So, hier auch. Und das könnten wir theoretisch hier mal wegreißen, den ganzen Hagehü. Das ganze Gedösel kann mal weg hier. Was ist denn das jetzt hier? Das kann auch weg, ne? Weg. Weg bis dahin. So. Jetzt gehen wir nämlich einmal hier ran. Versuchen wir das mal ein bisschen. Ja, gerade und gerade. So. So und so. Das ist doch gar nicht schlecht. Weil wir haben ja einmal ein Hin- und ein Rückfahrgleis. Jetzt müssen wir gerade mal speichern. Sekunde. Ich muss ja mein Käffchen haben, sonst ist ja alles nichts, ne? Sonst kriegt man ganz trockenen Hals. So, pass mal auf, das haben wir. Bau das mal mit Rubel. Das können wir ja locker machen. Dann wollen wir hier nochmal die Signale umbasteln. So, und zwar Chain-Signal hier hin. In die Richtung natürlich. Und einmal ein Chain-Signal in die Richtung. So, das hier unten kann auch weg. Ist überflüssig. Standardsignal hier vorne her und einmal eins hier vorne hin. So, das gleiche haben wir hier auch, ne? So einmal, so dahin, einmal dahin, ne? So, dann müssen wir hier ein Chain-Signal nochmal reinmachen. So, das müsste klappen. So, sieht's aus. So, ist gebaut. Sehr gut. Jetzt werden wir das hier nochmal ankuppeln. Koppeln, wie auch immer. Das nochmal wegnehmen, die Signale erstmal wegnehmen hier. Jetzt müssen wir nochmal ein Gleis hier und dann möglichst, das geht sogar, aber noch kriegen wir das anders hin. Kriegen wir das, ja super, so läuft das doch. Ja, die Frage ist, wie lange wir das brauchen, ne? Wie lange wir das Gleis hier brauchen, das ist die Frage, das weiß ich gar nicht, müssen wir mal schauen. Baue das auch mal mit Rubel, dann wollen wir da mal Signale hinsetzen, hier oben, zack, und einmal hier unten müssen wir auch nochmal Signale machen. Und zwar Standardsignal hier dahin und einmal, nein, das war schon gar nicht so schlecht, die Richtung. So, aber das gleiche hier. So, und einmal hier, ne? Nein, dahin. So. Ach, Gottes Willen. Du kannst schlecht sehen, wo er gerade am Friemeln ist, ne? So. Haben wir auch, siehst du wohl. Jetzt fahren wir hier durch. Müssen wir hier nochmal rumfuschen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir hier nochmal eine Verbindung hinbekommen. Kriegen wir nicht. Ne, kriegen wir nicht. Wir müssen weiter zurück. Das ist eine ganz wilde Kreuzung hier. Meine Güte, das ist ja richtig was. Das nehmen wir mal weg hier kurz. Wir haben auf Pause, ne? Ich hoffe mal. So. Jetzt möchte ich am liebsten da eine Verbindung hinkriegen. Nein, das macht er nicht. Er will ja keine Verbindung bauen. Noch weiter zurück. Oh ja, da haut's hin. Das kriegen wir hin. Dann möchte ich hier unten auch nochmal Verbindung haben. So, ne? Ist eine wilde. Das ist wirklich ein wildes Ding. So, jetzt müssen wir hier nochmal Signale bauen. Und zwar dahin. Die müssen wir dann nochmal ändern. Das gleiche mal hier genauso, ne? So hin und einmal runter. So, Chain-Signale einmal hier, fopp, einmal da. Was ist da, ne? Fopp. Das da oben kann weg. Überflüssig. Das ist ein richtig großes Gleisknotengedüngs. Also das ist doch mal, also das ist doch theoretisch schon mal, das ist doch ein Bild wert, oder? Ja. Würde ich doch glatt mal sagen, dann fährt er mich durch. Dann hätten wir das auch, ne? Dann haben wir ein Doppelgleis sozusagen. Dann hätten wir nämlich das Problem nicht mehr mit der mit dem anderen Zug. Dann können wir nämlich sagen, mein Freund, du fährst auf jeden Fall hier hoch. Das müsste doch gehen. Dann muss ich bloß den einmal einfangen. Ich weiß gar nicht, wo der Kumpel ist hier. Da ist er nicht. Das ist er nicht. Theoretisch können wir auch den Kohlezug einfangen und sagen, mein Freund, du fährst gleich hier ran. Das können wir auch noch theoretisch mal anbauen. Das wäre doch auch eine Maßnahme, oder nicht?
Da ist er doch, der Hund. Aber hätte der eine richtig freie Fahrt? Ja, es wäre egal, ne? Ja, wir fangen den mal ein hier. Oh, mein Freund hier, pass mal auf. Einen aussteigen. Jetzt machen wir hier mal einen neuen Waypoint. Den nehmen wir mal weg hier. Sagen wir mal Zugplattform und einen neuen Waypoint. Und zwar, du fährst hier an. Machen wir so anders. Die Seite, ne? Die fährst du an. Die können wir auch umbenennen, so ist es ja nicht. So, den Waypoint haben wir mal noch. Den klauen wir mal weg. Wenn du da gewesen bist, nimmst du den anderen Waypoint. Wenn ich wüsste, wo der jetzt... Ach, mein Freund, so. Den da. Das müsste jetzt klappen. Theoretisch, ne? So. So, fährt er mal hoch für die Leute mit 199, mein Lieber. Aber hier müssten ja genug sein, ne? Null. Aber wir haben doch kein Eisenerz da. Aber produziert er gerade. Das ist großartig. So, jetzt fährt er wieder runter. Mit Vollgas. Das müsste er nicht auf dieses Gleis umfahren. Ja, genau. Haben wir den doch schon mal aus dem Weg. Ist aber natürlich ein Ende, was er fahren muss, ne? Ist natürlich ja. Na gut, das bleibt nicht aus. So, hier. Oh, die sind fertig. Fast. Fast. Es fehlt noch ein bisschen was. Das ist aber fertig. Hier wohnt niemand. Ja, das hoffe ich mal schwer, dass da irgendwann Leute wohnen. Also, ne? Das wäre wohl schrecklich, wenn es nicht so wäre. Ich mache mal irgendwann langsam hier. Diese Raserei, schlimm. Die Kirchen fehlen. Sonst sind die alle wunschlos glücklich. Was mich gerade extrem wundert. Hier auch. Hier sieht es anders aus. Okay, wir haben hier ein kleines Problem mit Fleisch und hast du nicht gesehen? Wieso ist das das Problem? Die hier, warum ist das das Problem? Ihr könnt nicht dahin laufen, warum denn nicht? Das war die Hütte, ne? Ach, das ist ja Himmel nicht. Stimmt, da konnten wir keinen Fußweg bauen. Da konnten wir keinen Fußweg machen. Wie machen wir das denn am besten? Da müssen wir nochmal einen Fußweg umbauen. Das nützt nun mal nichts. Wir machen auf Pause kurz. Nochmal einen Fußweg machen. Mal, nehmen wir den alten mal weg hier. Den hier nehmen wir mal weg, das Teil. Damit die anderen Wesen Fußweg haben. Das haut mich dahin. Wo können wir das überkreuzen? Schade. Schade, Mensch. Warum denn nicht? Bitte. Komm, mach schon. Das geht, ne? Können wir es verbinden? Ich glaub's ja wohl nicht. Trick 17. Mensch, das ist ja nicht so was. So. Verbunden ist das schon mal dahin. Großartig. Jetzt müssen wir das nochmal. Da ist ein Durchgang. Den nutzen wir doch mal hier. Durchgang. Versuchen wir mal da ranzukriegen. Geht sogar. Jetzt müssen wir das mal verbinden. Vielleicht klappt das sogar. So, bau das mal. Warte mal. Das hat er immer so extrem zu überlegen. So, mal gucken jetzt. Warte mal. Oh ja, jetzt kommen die da hin. Ich gehe mal weiter raus. Ihr könnt es besser sehen. Da. Sie können bis zum Lebensmittelladen hinkommen. Das klappt jetzt. Ach, ist das schön. Sehr gut. Sehr gut. Das funktioniert. So, wie gesagt, zwei Gebäude sind noch nicht fertig. Die müssen aber auch Glück lesen. Sowas fand ich. Das ist nicht zu fassen, ne? Das ist doch nicht zu fassen, Mensch. So, ich hoffe, ihr geht auch zur Arbeit in eine richtige Stelle. Ich hoffe schwer, das macht ihr. Das ist noch mein Zug hier. Das hat hier mit 89. Das ist natürlich echt richtig viel, ne? Ich hätte gerne mehr. Das wäre ja nun mal nicht so das Riesenproblem. 150, okay. So, gib Vollgas, mein Freund. Da kommt unser Dollarwagen zurück. Das wird schon wieder Nacht, ne? Furchtbar, doch. Ist doch nicht zu fassen. So, uns fehlen immer noch Leute hier. Das ist ja... Er tankt beides, ne? Ach ja, guck mal, was da Kohle reinkommt, das ist Wahnsinn. Wir können hier... Was ist denn gerade die Wirtschaftsgeschichte? Mal gucken. Wir nehmen Kohle ein, dass das nur so qualmt. Letzten Monat
103.000. Das sind 2,6 Millionen. Also Leute, ne? Letztes Jahr nicht so, aber dieses Jahr. Dieses Jahr machen wir richtig dick Geschäft. Gut, es ist wieder dunkel. Ich mach mal ein bisschen schneller laufen hier. Was machen wir eigentlich jetzt noch? Was sollen wir eigentlich noch mal? Warte mal, ich wollte ja auch noch... Ich wollte so viel. Ich wollte so viel. Aber hier gesagt, hier wird gebaut. Hier wird gebaut und das mit Gleisgeschichte, das machen wir nächstes Mal, das machen wir jetzt. Wo ist unser Tanker? Was ist das hier? Das ist unser Kohlezug, ne? Das ist Kohle, Kohle, Kohle. Was ist das hier? Ist auch ein Kohlezug? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Wo ist unser Tanker denn? Ach, da unten ist er. Neuer Traktor. Ja. Immer gerne. So, 42.000. So, mein Freund. Wenn du abgetankt hast, fährst du erstmal nach Hause. Dann wollen wir dir mal die neuen Waggons mal ranklemmen. Was wäre denn, wenn wir... Also hier noch ein Bahnhof ran, hier ein Zugdepot, das wäre wohl eine Katastrophe, ja. Ne, den schicken wir erstmal hier hinten durch. Ins Zugdepot. So, er macht dich auf ihn nach Hause, ne? So, mein Freund, hier mal her. Fopp. Und zwar ganz schnell. So. Das Ding ist brechend voll. Wo ist denn der andere? Was ist das für einer? Das ist Holz und Bretter. Und das ist unser Plattenwagen hier, ne? Pass mal, den können wir auch nochmal austauschen. Die tauschen wir alle mal aus, so nach und nach. So, die Platte ist das hier, ne? 1, 2, 3, 4. Na, 4, 5, 6. So, mein Freund, du, Großlager mit, so, Fahrplan kopieren auf diesen da. So, jetzt klappt das Wesen mal wieder. Das ist doch großartig. Das kannst du gleich in eine Tonne gehen. So, und du machst dich, na, wo ist denn der? So, du machst dich auf den Weg. Transportiert. Fahrzeug transportiert. Stahl, Platten, Ziegel. Was ist das? Was? Fahr los. So. So, Chemikalien. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da sind. Da müssen wir kurz mal ein Auge hin haben. Ach, das ist noch was hin. Ja, das ist noch was hin. Und hier genauso, ne? Das ist auch noch ein bisschen hin. Die haben noch. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. So, unser Tanker kommt. Ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist. Wo ist denn der? Da. Da kommt er. Da ist er. So, Zugdepot, wie gesagt, ne? Wir halten da mal ein Auge hin. Da fahren wir doch mal fix eine Runde mit, ne? Aber mal. Können wir jetzt nicht hochschrauben hier, ein bisschen Vollgas. So. Richtung. Ist aber auch eine wellige Ecke hier, ne? Da hätten wir mal recht geradigen können hier, ne? Mal, also ein bisschen. Naja. So. Genau, Umleitung über die Brücke. So, und dann wollen wir dann mal sehen, dass wir da eine andere Lok reinkriegen. Das ist ein unscharfes Bild, Mensch. Furchtbar. Ach, ein herrlicher Lee hier, ne? Super. So, wo klemmt das? Ach, der. Der coole Zug für den Westen. War es gerade. So, jetzt fährt er hier rein. Wunderschön. Machen wir mal kurz mal hier so. Und langsamer, ne? So. So, und Pause kurz. So, wollen wir das mal umbauen. Und zwar, diese kleinen Dinger hier, die können alle weg. Alle weg. Wie mache ich denn das am besten? Die verkaufen sie eher. Den auch mal so. Fopp. Ja, klaro. Muss ich alles einzeln anklicken oder was? Och, nee, doch. Na gut, nützt alles nichts. Hey, warte mal. So, den und den. Das ist schlecht zu sehen, Leute. Das ist echt schlecht zu sehen, ob ich den angeklickt habe oder nicht. So, jetzt mal hier, ne? Wupp. Ich finde die ja cool, ne? Da müssen wir noch ein paar mehr von haben. So, und zwar, wo haben wir sie denn hier? Güterwagen. Die Tanker. 150 Tonnen. Dann haben wir schon mal 300. 350, 400, was haben wir? 450 Tonnen. Drei Waggons, 450 Tonnen. Freunde.
So viel können wir ja nicht produzieren. Ach nee, warte mal. Wir wollten sowieso eine neue Lok haben. Die. Die sollten denn da runter. Na, komm her. So. Dann nehmen wir mal nur 3 Stück. Da gucken wir uns mal an. So, mein Guter. Pass mal auf. Du bist, Entladen WLAN. Ja klar, das ist das Ding, was wir sowieso hatten. Du fährst da. So. Und ab vom Hof. 151.000. So, zack. Ich würde mal sagen, fahr los, ne? So. So, warte mal. Ich müsste mir doch ein bisschen mehr... Ja, was machen, ne? Da ist er mit den neuen, brandneuen, Waggons. Das Dumme ist, wir können die gar nicht sehen. Die sind doch cool. Gleich mal auf freier Wildbahn. Das können aber auch Chemietanks sein, wenn man so guckt. Oder? Warte mal, ich muss das so machen. Ich mach da mal ein Bildchen von. Der neue Chemie... oder Öl, ne? Öl, ja, genau. So, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier, Mensch, Freund. So, was ist hier los? Die Traktoren, genau. Da wollen wir mal gucken. Was haben wir für Gurken hier? Was sind das noch? Fahrzeuge. So, und zwar... Ernte. What? Ach, wir müssen mal gucken. Was denn? Nein! Wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Neues Fahrzeug. Da wollte ich gucken. So, pass mal auf. Aussaat. Da wollte ich gucken. So, was haben wir hier für einen? 15 km/h und 34? Ja, ich würde mal sagen, wird Zeit für Neuerung, ne? So, noch einen mehr. 2. Und die alten Gurken, die gehen wir hier kurz mal für einen Hobel, ne? So, ja. Weg. Noch ein mehr. Zack, mein Freund. Yes. Und den da hinten auch noch. So. Haben wir. Sehr cool. Der läuft doch gleich viel besser, der Hobel. Without fuel. Und die haben keinen Sprit mehr. Warum nicht? Ja, dann müsst ihr mal tanken fahren, Freunde. Hier ist eine Tanke. Und da ist auch Sprit. Ach, wir haben noch nicht mal Benzin eingefahren, ne? Wir sind aber auch Nummern. Keine Arbeiter, du Himmel. Wieso keine Arbeiter? Na gut, aber wie das weitergeht, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag doch mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken, denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr mal, was am Kanal gerade los ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So, das ist auf dem Weg. Bis dann. Tschüssi.